ob ich meinen ersten Sieg in Mario Party mal hinbekomme. Das finden wir heute heraus. Nicht, wenn wir es verhindern können. Junge, wann immer ich auch nur ansatzweise die Möglichkeit hatte, den ersten Platz zu bekommen oder den ersten Platz zu überholen, habt ihr alle in mich reingetreten. Ja, das ist kein Teamspiel. Es ist kein Teamspiel. Geht dann aber zu dritt auf einen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Party. Ja, fängt schon gut an. Nach dem Trauma vom letzten Mal für Kai haben wir ihn wieder überredet bekommen, hier wieder mit uns Party zu feiern. Wir sind in der Rainbow Road und Cooper ist hier, um uns einzuleiten, obwohl wir den Text eigentlich gar nicht hören müssen, ne? Lang ist's her. Heute wird wieder gelitten. Und damit wir uns so fühlen, als wäre Sunny auch dabei, haben wir Donkey Kong als Bot dabei. Und passend, weil Sunny spielt, hat er eine 1. Nein! Ja, zumindest wahrscheinlich. Das war übrigens das Mario Party, wo es die Random-Blöcke gab, mit denen man anfängt, ne? Also keine Items, sondern man hat die Random-Blöcke. Im Übrigen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, wir wissen, dass Mario Party 3 schon draußen ist. Wir wollen aber erstmal die ersten beiden zu Ende spielen. So, ich muss jetzt erstmal die ganzen Geheimblöcke finden mit den Sternen. Nee, ich bin dafür, die gehören jetzt nur alle mir. Nee, alle außer Kai kriegen Sterne, habe ich gehört. Ich habe übrigens heute mal die beiden Kameraden auf meinen Schultern mal in den Urlaub geschickt. Was, dass deine Sklaven mal in die Freiheit entlassen? Ja. Die hatten heute keine Lust auf die Party. Und jetzt sehe ich mindestens 3 Flame-Kommentare, weil Noir nicht auf meiner Schulter sitzt. Oder mein Kommentar. Bitte nicht Wrecker Plant. Ich habe keine Ahnung mehr zu den Binnie-Spielen, ne? Also die letzte Aufnahme ist ein paar Monate her. Und das ist noch mild ausgedrückt. Oh nee. Das ist das gute Binnie-Spiel, ne, Kai? Ich bin da, glaube ich, noch nie bis zum Ende gekommen. Ich glaube, du hast nie auch nur 3 Sprünge geschafft. Du musst mit den Turm springen. War so, glaube ich, der Clou. Ich bin gesprungen. Fängt gut an. Es fängt gut an, Kai. Der fette Mario kann einfach nicht springen. Das Schlimme ist, er verliert auch noch 5 Münzen dadurch, dass er das Spiel nicht beherrscht. Bei dem Spiel wurdest du ja ultra bestraft, wenn du was nicht hingekriegt hast. Ja, das Spiel ist Müll. Ich hoffe, dass... Ja, ich hab den guten Würfel bekommen. Ich krieg Münzen für das, was ich würfel. Ach, und da krieg ich eine 2. Ich hab trotzdem mehr Münzen als du. Ja, und? Hast du aber weniger bekommen, als du hättest bekommen können. Trotzdem Karma. Balloon Burst. Oh, das war, glaube ich, mein Minispiel. Z waren die hinteren Tasten, soweit ich mich erinnere. Ich habe keine Ahnung. Warte. Da oben links können wir unsere Steuerung ja testen. A und Z. Also A und hintere Taste abwechselnd, um den Kameraden aufzublasen. Man kann auch B drücken. Ich weiß halt nie, was die beste Taktik ist. Ich glaube A und B die ganze Zeit. Ja, aber Spam selber sollte sich nicht wirklich lohnen. Der Tipp war gerade irgendwas, wenn das Ding leuchtet. Dann ist es voll mit Luft. Sind alle bereit? Ja. Mhm. Ich werde sowas von verkacken. Komm, meiner muss platzen. Er muss platzen.
Ach stimmt, das war ja auch das Minispiel, wo Bowser so ein lustiges Gesicht gemacht hat. Ja! Das war mein Minigame! Ich war so nah an dir dran, obwohl ich halt... Ich hab dieses Minispiel noch nie verstanden. Bin zu blöd dazu. Ich habe richtig gut aufgeholt gehabt, Shining. Entweder bin ich zu langsam oder zu blöd dazu, diesen Ballon vernünftig aufzuladen. Ich glaube, wenn du auch nur 2 Sekunden langsamer gewesen wärst... Kai hat den guten Würfel bekommen. Den, der nur 1, 2, 3 hat. Also ich mache das immer abwechselnd. Ich drücke erst den einen durch und danach den anderen. Ja, wie gesagt, wenn du irgendwie nur vielleicht 2 Sekunden langsamer gewesen wärst, hätte ich eventuell gewonnen. Oh nee, was habe ich ausgelöst? Chaos. Untergang meinst du? Was habe ich ausgelöst? Ich glaube, dass wir den Stern jetzt nicht mehr bekommen können. Also da oben, der Todd, der gibt uns ja den Stern. Ich glaube, wer jetzt dahin geht, kriegt eher Strafe. Ja, oder man kann den Stern nicht bekommen, bis man nochmal auf Fragezeichen drückt. Vielleicht wechselt sich das auch, wenn man bei ihm selber angekommen ist. Wer weiß das schon? Einfach über die Plattformen springen. Laufen und springen. Das ist sowas von wieder nicht meine Art von Spiel irgendwie. Brauchst halt gutes Timing. Halt schräg ist. Man muss halt schräg laufen, das macht es so schlimm. Kommt man nicht sogar auf die Köpfe? Nein! Der Bot ist mir auf den Kopf gehüpft. Mich hat er auch abserviert. Nein. Der hat uns alle abserviert. Wenigstens hat er keine Münzen eingesammelt. Ich hab den Bot auf einfach gestellt, ne? Nur so am Rande. Gefühlt war der trotzdem, ist der trotzdem schneller gelaufen als alles andere. Ja, bei Mario Party sind die Bots doch generell OP. Ich bin beim Versuch, eine Münze aufzusammeln, gestorben. Kai, rechts, da ist so ein Feld, das ruft nach dir. Also... Der ist ganz nett. Du kannst zu Bowser hingehen, der tut dir nichts. Der beißt nur. Da oben ist Boohoo. Aber für den braucht man, glaube ich, irre viele Münzen. Wreck-a-Plant. Ja, die grünen Minispiele sind die, wo du richtig Cash kassieren kannst. So, ich habe jetzt erstmal auch Musik angemacht. Oder kann es einfach nicht sein. Ich hab ja schon meine Switch-Sounds nicht. Hat heute irgendwer Bambusleitung? Nein, ich musste nur die Regeln lesen. Nee, weil ich unten immer und immer wieder hier mit Verbindung lese. Das ist normal, wegen mit Verbindung und Sound. Das war schon immer so. Das Minispiel ist geschenkt. Ist halt einfach so. Das vom Arcade, das ist richtig gemein. Ja, ach nee. Ey, diesmal mussten wir gar nicht reintreten, damit da hinten ist. Das wird sich so hart noch ändern. Ich krieg dafür auf jeden Fall noch Karma ab für den Satz. Das wird definitiv noch Karma geben. Ich habe keine Ahnung. War Map sehen. Oder eher, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich leiste mal dem Verdächtigen da Gesellschaft. Wen nennst du hier verdächtig? Den Verdächtigen. Oh. Aber schade. Nur Cooper. 20 Münzen. Ja, soll er sie nehmen. Wo ist das Minispiel, wo ich die Münzen wieder abluchsen kann? Ach, die Minispiele gab es leider erst im zweiten Teil. So, darf ich diesmal ein paar Felder mehr vorankommen? Nö. Ich hab nichts gesagt.
Ey, selbst dein Pott ist schneller als ich. Das ist halt Karma, weil du mich am Anfang ausgelacht hast, weil ich Münzen verloren habe. Oh nee. Oh nee. Was ist das? Schubst die anderen runter. Oh nee. Ja gut, da brauchen wir nicht viel lesen. Einfach nur die anderen runterschubsen. Hätte es nicht schwerst mit dem Schneebällen sein können, weil da muss man einfach nur rumrennen und dann laden sich die Schneebälle auf immer mehr. Ich finde das sehr schön, dass der Bot sich selber ausgeschaltet hat. Ja, das ist schon mal gut. Naja, die sind halt nicht gerade intelligent. Hi, hilf mir! So hilft man nicht! Lass erstmal hier das grüne Etwas runterschießen. Wen meinst du, der da links hat auch grün? Es ist nicht menschlich. Sag der mit dem Furzproblem. Ich meine, Wario wirkt auch irgendwie nicht menschlich mit dem riesen Zinken im Gesicht und den Ohren. Ey, dieses Minispiel ist so ranzig, ne? Wir überleben das jetzt einfach alle. Nein! 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 Ja! Nein! Komm, den kriegen wir doch! Den kriegen wir doch! Komm! Ja! Wenigstens ein! Schade. Hätten wir nicht gerammt, hätten wir einfach hier... was? Dann hätten wir Kai auch noch runtergeschubst, ja. Wenn zwei gewinkelt, das keiner was. Das Spiel ist räudig. Das war ein räudiges Minispiel. Kai hat schon wieder den guten Würfel. Kann ich bitte die großen Würfel kriegen und nicht den Zwergenwürfel? Ey, sei froh, du brauchst diesen Würfel, um die kleinen Zahl zu kriegen. Ich krieg sie durchgehend. So, bitte was Höheres als eine 4. Und trotzdem, danke. Dass es der kleinste Würfel war, hast du einfach die höchste Zahl gezogen. Wisst ihr was? Alle gehen nach rechts. Warum geht keiner nach links? Deswegen? Wer möchte mir was abgeben? Nimm vom Gott. Nimm 30 vom Gott. Warte mal, machen wir erstmal die Mitte. Okay, jetzt ist egal. Das ist halt wirklich komplett sinnlos. Ey, du tauschst Sterne mit dem Bot. Yay! Yeah. Irgendwie war keiner von euch beiden glücklich darüber. Too bad, nobody had stars. Vielleicht sammelt man denn nochmal einen Stern hier? Wer will... Das sehe ich jetzt als... Kriegsantrag an uns alle, was der Bot da gemacht hat. Was denn? Er will Bu auf uns schicken. Genauso wie du, Shining. Man braucht doch erst Münzen dafür. Was müssen wir machen? Du musst einfach nur nach da oben. Ich reise nach Jerusalem. Also einfach nur auf Pilzen sein, oder wie? Du musst einfach nur, sobald die Musik aufhört, da hochrennen. Muss da hoch! Nein! Nein! Ich bin wieder runtergefallen! Ich war auf dem Pilz rauf und bin aber dann wieder runtergerutscht und dann nie wieder auf den Pilz raufgekommen. Kai, das hast du nicht gesehen, was mir da passiert ist, ne? Dass du vom das Pilz hat er gesehen, bist, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nur gehört, wenn du es gesagt hast. Ich war oben, ich bin zu der Kiste hochgesprungen, aber ich bin daneben gesprungen und dann wieder runter. Ich habe es gesehen. Wohl verdammt noch eins, sammelt mal den Stern auf. Ich glaube aktuell gar nicht, weil Bowser da ist. Ah nee, ich habe es gesehen, unten in der Mitte sammelt man das auf. Also wenn Kai jetzt nach links geht, dann rennt er Richtung Stern. Da auf dem... Das Bowserfeld, das würde sich auf dem Fragezeichen wahrscheinlich zum Sternfeld umändern. Oh, du tauschst mit jemandem den Platz? Nein! Nein! Und geh weg. Wer macht die Kriegserklärung? Nicht der Bot? Kriegserklärung ist raus. Hi, du hast so viele Münzen. Definitiv. Möchtest du mir ein paar abgeben? Danke für die neuen Münzen. Ich nehme sie gerne.
Hätt komm auf das Bowser-Feld und lass dir von Bowser die ganze Zeit klauen. Direkt wird man wieder gemäht. Ach, es ist eine gute Zeit. No, was ist das? Ich hab keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, was für ein Spiel es ist, aber nee. Nee. Ach, das! Nee. Das, wo man krabbeln muss. Das Spiel ist komplett rigged, weil die Kiste kann so nah an den Leuten zum Teil liegen. Ist halt so. Ist ein RNG-Game. Ich gehe einfach provisorisch immer Richtung Mitte. Oh, richtiger Einfall. Wo ist es? Da! Ich seh's! Es war tatsächlich näher an Donkey Kong als an mir. Aber er ist davon weggekrabbelt. Das ist ein Bot, was erwartet. Ach, kann ich nicht wieder zurück zum Buhu-Feld? Nö. Ja. Wie willst du den Stern klauen? Es hat keiner einen. Von ihm! Gern geschehen, Kai, dass ich das umgeändert hatte. But you don't have enough coins, see ya. Oh, der hat ja alle Münzen genommen. Ach du Heilige, der ist krass. Okay, das ist dreist. Wie viele Münzen hätte ich denn haben müssen? Naja, immerhin kriegst du einen Trostpreis. Gern geschehen, dass ich das für Bowser umgeändert hatte. Nein! Warum? Gern geschehen, Kai. Ach, mit wem wechsle ich denn? Komm zu mir. Nein! Komm zu mir. Oh ja. Immerhin nicht mit mir. Hey, komm, dir wäre das nur zugute gekommen. Du wärst als nächstes am Stern gewesen. Ich hab den Bot gerade so gesehen den Stern genommen. Alle gegen AK, ja. Ach ne, es ist das Game. Stampfen im... Haben wir noch nie gewonnen. Ich glaube einfach nur im Takt stampfen. Und er muss einfach nur rennen und ducken. Boah, ey, das Wegrennen wird so richtig nervig. Wir müssen einfach nur perfekte Arschbomben machen, Kai, dann passt das. Wir haben den Bot auf unserer Seite. Junge, wie springe ich? Auf A meine ich. Eins davon war ducken. A oder B? Ich hab überhaupt nichts gesehen. Das eine war laufen, das andere war springen. Wie viele Münzen sollt ihr ihm nehmen? Ja. Für jeden 5. Mir wurden schon 5 Münzen direkt am Anfang genommen. Kai hat wieder den guten Würfel. Oh Gott. Und er kriegt den guten. Ich glaube, da muss ich nicht nachdenken. Gib mir deine Münzen. Ey, der Affe hat mir. Das hat er nicht. So. Ja, nur 3! Wow! Ich hasse dich. Ich bin ja immer noch der Meinung, er hat das Spiel gewickt. Hat er. Der hat das richtig gewickt. Der kriegt Nein! Oh, ein Glück. Der hat auch noch einen gelben Würfel gekriegt, ey. Ja, ich hab nochmal 8 Münzen bekommen. Das Münzentauschen, Shining. Ja, lass Münzen tauschen. Egal wer es ist, ich hab mehr Münzen als vorher. Irgendwer sagt Stopp. Stopp. Ach. Ja! Karma! Nein! Karma! Nein! Das war so richtig Karma jetzt. Das habe ich nicht verdient. Das hast du verdient. Kai, meinst du immer noch, ich habe das Spiel gerickt? Endlich hat Karma gekickt. Endlich! Nach wie vielen Runden macht Mario Party Karma endlich gekickt? Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Nein! Du nicht. Vor allem du nicht. Das Spiel habe ich auch noch nie verstanden. Einmal nur so andrücken war, meine ich, kurz werfen. Und trotzdem fliegt das Ding aber bis nach hinten durch. Also wirklich nur so ganz, ganz leicht antippen.
Ich hatte das irgendwann mal verstanden und dann wieder vergessen. Ich weiß nur, dass man die Säcke haben will. Meins, 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 meins. Ich verstehe das nicht, wie man hier rein, wie man nur... Nein! Der Bot wird uns so abziehen. Tippt ihn nur ganz leicht an und der fliegt trotzdem nach hinten durch. Also bei mir schmeißt er dann zumindest in die Mitte. Nein! Ja, ich habe eine große Münze gefangen! Ich tippe halt wirklich auch nur so eine Millisekunde an und der fliegt komplett nach hinten. Okay, ich hab's herausgefunden. Der Bot hat sich eine Kiste gegrapscht übrigens. Ich habe auch eine. Nein! Ich hab sie so knapp verfehlt und der Bot hat sie sich stattdessen gekrallt. Und ich hab gar nichts gesammelt, ey, weil ich die ganze Zeit nicht gecheckt habe, wie man das auswirft. Du hast genug Münzen. Halt die Klappe, ich hab nicht genug Münzen. Doch, hast du. Du hast meine Münzen. Ja und? Weil ich auch endlich mal Gerechtigkeit verdient habe. Das Spiel Makai wow. Auf jeden Fall. Total. Mach ich euch gleich in einem 3-Gig-1-Mini-Spiel fertig. Wir machen dich fertig und ziehen deine Münzen aus der Tasche. Ach komm! Ja. Das gibt es nicht! Alles hätte ich kriegen können, nur eins nicht! Hunder Star Present. Oh, das Spiel bin ich richtig gut. Da durftest du, wenn du nicht mindestens 90 Punkte hast, verlierst du 20 Münzen. Das ist für mich richtig easy. Ich schaffe eigentlich nahezu immer über 90. Ja, das war dein Minigame, daran erinnere ich mich. Einfach mit A packen und langziehen. Ach nee, Junge, du hast uns alle hier reingekickt. Ja. Sollte so passen. Ich glaube, die Schnauze. Junge, hat die Schnauze sich mitbewegt? Also die untere? Ich glaube nicht. Finish. 98! Junge, 99, meine Präzision, Junge. Es wird ja nur alle, die unter 90 Punkte sind, verlieren. Ich habe gerade eigentlich nur den Bot geschadet. Ja, und ich habe wieder einfach meine Präzision gezeigt in dem Spiel. Ich habe fast perfekten. Kai, wir sind ein Team! Oh nee. Trotzdem kriegt er jetzt einen Stern. Weh, das Ding dreht sich. Ich hoffe, das dreht sich tatsächlich. Ich hoffe auch. Das würde ich feiern, wenn es sich jetzt dreht. Bitte nicht. Bitte dreht es sich. Ach komm! Ja! Kann einer von euch bitte auf das Fragezeichen kommen? Nö. Ich will alles nur keine zwei würfeln. Kai, bitte! Na. Ich bin mit dem Bot. Wir sind doch ein Team! Für ein Minispiel seid ihr Teammates, danach seid ihr wieder Feinde. Kai, ich hab dich immer unterstützt. Back into teams for a sky in race in the desert. Push in the same direction at the same time. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Du willst also links. Eigentlich die ganze Zeit hin und her wechseln. Ja, du musst das aber mit deinem Partner abstimmen. If the two of you don't push at the same time, you fall down. Das wird richtig geil werden für mich. Ja, du hast einen Bot. Ich muss mich dem Bot anpassen. Kai, links, rechts, links, rechts. Rechts. Kai, rechts. Ich drück rechts. Eins. Auf zwei. Eins, zwei. Eins. Gib Gummi.
Nein! Jetzt krieg... Ja, ich nehme euch noch mehr Münzen. Und der Bot. Komm, Kai, bitte. Ja, kann ich meine Bett erläutern? Nee, du nimmst mir keine Münzen, du Mieser. 2, 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 2
Ich glaube, Kai hat die wesentlich schwierigere Steuerung. Er muss erst werfen, danach muss er lenken. Kai, du willst mich nicht haben. Ich hüpfe nach hinten, dann trifft er mich nicht. Wie hat er dich verfehlt? Indem ich zur Seite gesprungen bin, als er mich hätte treffen sollen. Ich bin genau im richtigen Moment einfach zur Seite. Ah, pro normalen Pin kriegt man eine Münze und pro Spieler-Pin kriegt man 5. Aber ich bin immerhin stolz auf dich, dass ich überhaupt was getroffen habe. Ja, das ist ein Erfolg. Bitte mit Akaya. Wop, wop, wop. Das finde ich auch in Ordnung. Ich nicht. Okay, das Bowser-Feld wäre wahrscheinlich besser gewesen. Er gönnt richtig der Würfel. Juckt mich eh nicht. Der nächste, der hierher kommt, kriegt Bowser ins Gesicht. Ich finde irgendwer nettes. Ich bin nicht nett. Ich weiß. Die Netten sterben immer zuerst. Mir gefällt die Map. Nur die Egoisten überleben. Es ist kein Teamspiel. Und bisher kamen diese Random-Blöcke noch nicht so häufig, tatsächlich. Bisher nur ein einziger. Du meinst die Kistenblöcke? Mhm. Die unsichtbaren, die Kaizo-Blöcke. Oh, ich krieg einen Singleplayer. Weggeplant, weggeplant. Ja! Das ist gerickt, das Spiel. Du kannst es mir nicht sagen, Schein. Du kannst mir nicht sagen, dass das nicht gerickt ist. Ich muss nur auf die Piranhas hüpfen. Das ist halt so eine der besten Spiele überhaupt für Geld. Also du kannst mir nicht sagen, dass du das Game nicht gerickt hast. Das Geld kommt zu mir. Ach, ich bin so glücklich gerade. Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn man Geld hat? Ich weiß, wie sich das anfühlt. Mir war es nämlich scheißegal, dass Bowser mir 20 Münzen abgenommen hat. Ich habe genug. Oh, so viele Münzen! Ich glaube, 35 ist das Maximum, was man bekommen kann. Könnte sein, ich habe eine verfehlt. Deswegen, ja. Das ist so geil. Ich glaube, insgesamt gibt es 35 Gegner. Yoshi! Das ist halt wirklich einfach so freudig. Yoshi! Ich bin glücklich. Ich weiß nicht, auch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Mit wem hat er getauscht? Mit mir. Ich bin jetzt weiter vorne. Alle gegen Kai schon wieder. Was geht ja auch auf rote Felder, also echt. Och, das Spiel. Ja, da haben wir es schwer. Er muss ja nur rüber balancieren und wir müssen ihn die ganze Zeit abschießen. Ich meine, mit dem Wind schießen war ein Trick. Dass wenn der Wind von links kommt, dass wir von links ballern sollten, damit er nach rechts fällt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt die Seiten wechseln können. Ich meine, kannst du. Ich meine nicht. Doch. Der Wind kommt von links! Kai, runter mit dir. Du musst nach unten. Wir müssen seine Konzentration stören. Komm Kai, hier unten ist es schön kühl. Komm runter. Du willst da gar nicht auf den weißen Strich. Das ist halt so lächerlich, wie einfach dieses Minigame ist. Ja! Wir haben es mal gewonnen. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn runtergeballert. So
auf, in einer geraden Linie zu laufen. Hast du gesoffen, oder was ist los bei dir? Ich habe nicht... Ich hab ihn verloren. Du musst doch komplett Hacke sein. Ey, ich habe ihn die ganze Zeit von links beschossen, also ein bisschen Rechtsstrahl hatte er. Kai, wie fandst du meinen Beschuss von links? Man kann doch nicht einfach so hacke dicht sein, dass man... Du hast einen Hacke... Ja! Nein! Karma, Kai, ja. Karma, weil du Kai gerade fertig gemacht hast. Ach ja... Okay. Und noch mehr Münzen. Du behältst meine Münzen halt nicht. Ist nicht das Geilste, aber... Es ist doch jetzt nicht das Schlimmste, was hätte passieren können. Karma, jetzt verlierst du auch noch ein paar. Warum bin ich mit dem. Kommt Donkey Kong jetzt wieder auf ein rotes Feld? Nö. Okay, ich muss vor dir da sein. Ich muss Gas geben! Ich muss Gas geben. Ich hab langsam keine Lust mehr. Kai, du darfst schon wieder Bowling. Gut, ich zieh jetzt genau auf. Du darfst nicht wieder verfehlen. Einfach auf Akaria ziehen. Er ist schön gelb. Auf Shining ziehen. Ich hüpfe nach links, ich will weg von dem. Nein! Hi, ich war doch immer nett zu dir. Ich hab einfach wieder den gleichen wie vorher gemacht. Ich bin einfach im letzten Moment weggesprungen. Kai, ich war doch nett zu dir. Ich wollte euch beide erwischen, aber die Kugel war nicht so gewillt. Ich hab versucht drüber zu springen. Oh, du hast den positiven Block. So, jetzt will ich einen Highwall haben. Bitte einen Highwall-Block. Vergiss es, den krieg ich. Ich muss jetzt gleich eigentlich nur nach 1 werfen, ne? Ach, Korn! Oh, lecker. Der bekommt am Ende wieder den Bonusstern mit die meisten Münzen gesammelt, weil er sich die Geldminispiele greift. Ja, sicher. Okay, ich muss einfach nur darauf achten, welcher von denen sich als erster bewegt. Warum kann ich hier eine Arschbombe? So, wer von denen bewegt sich als erstes? Ich würde sagen, der da. Nein! Ich wurde gegessen. Tja, sieh an, wer da jetzt unter mir ist mit den Münzen. Du wählst deine auch irgendwie nicht. Ich hab mir meine wenigstens verdient und nicht geklaut. Hallo, du hast mir deine überlassen. Also, jetzt jammer nicht. Treasure Divers. Du hast mir deine Münzen freiwillig gegeben, also. Nie im Leben. Doch. Okay, einfach nur A-Spam und gönnen. Einfach nur die Kisten gönnen. Du denkst ja auch, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte keine. Meins! Warte, ich muss den da behindern. Nix da. Kann ruhig mal scheinen. Ich geh mit der Kiste hoch. Nein! Aber die hat mich so angelächelt. Nee, da stand mein Name drauf. Hast du ja gesehen. Ja, nee, da stand meiner drauf, Mr. Köstlich. Ich bin köstlicher Dino-Schinken. Eins. Und rate mal, wer ich bin. Ich bin der dicke Wario. Ich esse dich, Dino-Schinken. Hey, der will mich essen.
Würde ich auch machen. Ich wüsste auch gerne, wie die nur schmeckt. Ja. Aber ich kack den ganzen Tag Eier. Ist eine gute Beilage. Warte mal, eine 4 brauche ich, oder? Eine 4 oder eine 7? Kriegst du nicht. Ich muss jetzt einfach nur eine 3 oder höher ziehen, damit ich Geld vor dir bekomme. Ich glaube, das ist bisher der größte Battle, den wir jemals um den Stern hatten. Grab back. Wir haben gleiche Chancen, nur dass ich früher dran bin. Ja, das war das, wo man sich gegenseitig die ganze Zeit die Coins hinten rausstiehlt. Nee. Feier ich nicht. Warte, wenn man wie kann man sich freishaken? B-Spam. Das, wo man du grabst, Spam. Meine. Oh ja, ich hab ne Pfeffermütze von Kai gegrabt. Nix da, Kai. Gib her. Gib her. Kann Doggy kommen? Nein, 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 nein. Geh weg, geht weg. Hier wurden 2 Pfeffermünzen geklaut. Danke. Nein, lass mich los, Kai. Gib die zurück. Komm her. Kai, ich hätte gerne noch mehr Münzen. Kai, warum hast du mir nicht noch mehr Münzen gegeben? Ich bin der Einzige, der Plus gemacht hat. Und ich der Einzige, der Minus gemacht hat. Du Mieser, du hast meine Münze geklaut. Das Minigame ist beim zweiten auf jeden Fall besser mit dem Pifzen. Ich war immer nett zu dir. Donkey Kong hat am meisten. Ich war immer nett zu dir, Kai. Warum? Weil du in der Ausrede kamst, du warst immer nett zu ihm. Und das war eine Lüge. Um Gottes Willen, hast du mir gerade fast 20 Münzen geklaut? 2! Er hat dir 16 Münzen geklaut. 2! Auch in Ordnung. Möchtest du einen Stern abdrücken? Wer darf Münzen abdrücken? Bitte Yoshi. Ja! Ja! Gib mir meine Münzen zurück, du Sack! Das hätte ich genau andersrum gebraucht, ey. Dann hättest du dir den Stern nämlich nicht holen können, du Sau. Ah, ich finde das wunderschön. Danke für diese wunderschöne Spende von dir. Ich danke meiner Mama und meinem Papa. Ich hab einen Hyrule-Würfel. Das ist jetzt wirklich einfach nur noch gerickt. Das stimmt mir doch zu, oder Kai? Das ist wirklich einfach nur noch gerickt. Erst kriegt er einfach 30 Münzen von mir und dann kriegt er auch noch den Würfel, womit er garantiert den Stern kriegt. Ey, Kai, da wartet was auf dich. Halt die Klappe. Wart's ab. Ich zieh dir den weißen Handschuh durchs Gesicht im zweiten Teil. Nein, ich helfe dir. Obwohl, er kann sich eh nicht leisten. Erinnert er sich daran, dass er mir keine Münzen klauen wollte? Nee. Warum wollen alle meine Münzen? Weil du auf dem ersten Platz bist und das beste Ziel dafür daher bietest. Um Gottes Willen, schon wieder 14 Münzen!
Warum so viele? Jetzt würde ich tatsächlich einmal das Ausrufezeichen bekommen wollen und ihm und einen Sternetausch mit Shining. Das war doch auch so ein Ranz-Game. Yep. Ich bin der Kran, ich muss einfach hingehen und A drücken. Und ihr müsst A die ganze Zeit drücken, um euch wieder frei zu machen. Ich will, ich klau dann ein Drittel seiner Münzen. Okay, Akaya als letztes. Kai? Ich werde euch mit meinem Körper beschützen. Du bist der Auserwählte. Warum holst du nicht den Münzsack? Der ist doch so schön lecker. Er ist der Auserwählte. Ich krieg dich kalt! Finish! Rache! Geh meine Münzen zurück! Wer hätte Donkey Kong nehmen sollen, der hat ja mehr Münzen gehabt. Es hieß ein Drittel. Das wäre nicht viel mehr gewesen. Ich wollte meine Münzen zurück. Donkey Kong hat ja aber auch Münzen geklaut. Ich hab Kai gerade eben noch schön zugeredet und dann hat er mich eiskalt beklaut. Ja, und Karma. Ich finde es interessant, dass Kai dazu nichts gesagt hat, dass ich instant auf ihn gegangen bin. Kai? Ich finde das sehr faszinierend. Ich kann da zappeln, wie ich will, und aber wegkommen tue ich nicht, sobald man einmal gegriffen ist. Ich habe auch gespammt wie ein Bekloppter. Du weißt doch, dass wir ein Button-Mashing-Battle gegen Shining irgendwie nie gewinnen. Ich vernichte dabei auch meine Hand. Das ist kaputt für sowas. Tja, kein Stern für dich. Aber Bowser für euch. Muss nicht sein. Wieso kriegt der 20 und wie nur 10? Weil ich's kann. Weil wir in den letzten 5 Runden sind. Das ist Schiebung. Slot Machine. Memory Match. Gib kein Geld. Ey, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf das Spiel. A springen, Schultertaste, Arschbombe. Und spielt halt Memory. Muss nur Memory spielen mit Arschbomben. Ach, wieder eine gute Zeit hier. Oh, Bowser. Ist auch eine Kunst, den sofort zu finden. Ja, die Arschbombe muss schon auf den Feldern stattfinden. Ich glaube, du musst erst vom Feld einmal runter. Nein! Ich glaube, bei dem Minispiel konntest du eh kaum Münzen kriegen. Ja, ich glaube maximal irgendwie 4, 2 pro Ding, 10 hättest du kriegen können. Ja, einfach wie normal halt bei allen anderen. Wobei, nee, es gibt nur 2 Paare, also 8 hätte ich maximal kriegen können. Ich glaube, das Bowser-Feld hätte dir auch nochmal 2 gegeben am Ende. Halt fürs Abschließen nochmal 2 Bonus. Hey, da wartet so ein wunderschönes Bowser-Feld auf dich. Kai, du bist heute sehr still. Weil ich mich noch ein bisschen schone. Ich bin gerade erst halbwegs gesund. Also kurz zur Hintergrundinfo. Kai war die letzten Tage krank. Er hatte Schnupferitis. So, könnte ich... Ich schniefe immer noch wie eine alte Dampflok. Das hört doch keiner mehr. So, könnte man diesmal bitte nicht auf meinen Kopf hüpfen? Danke, Akaya. Nein! Mach nicht, ich hab nichts gemacht. Du bist mir instant auf den Kopf gesprungen. Ich hab nicht über eine Plattform geschafft. Wie bin ich das?
Ja, bist du tatsächlich. Und dann. Jetzt hab ich ihn auf den Kopf geworfen, den hab ich überhaupt nicht mitbekommen. Bist ihm instant auf den Kopf gehüpft. Ja, schön. Da hab ich überhaupt nichts mitbekommen. Sind bei den letzten vier Runden. Jetzt hat er den Singleplayer. Und er kriegt Slotmaschinen. Ground Pound. Ja, einfach alles in eine Arschbombe geben, was kein Stachel ist. Ich meine, das war ein ziemlich geschenktes Minispiel, weil du das eigentlich sehr gut sehen kannst. Ist jetzt wirklich nicht so, als würdest du die Stachel nicht sehen können. Bei ihm sind es auch nicht wirklich so viele, dass man die sich nicht merken könnte. Das Spiel zu verkacken wäre peinlich. Außer man macht es einfach mit Absicht. 10 Münzen. Der kriegt keinen Stern. Das verhindern wir. Ist halt echt so, ich fühle mich, als würde ich da nicht mehr ankommen. Ach ja, 10 Münzen. Die hätte ich auch gern. Giftpilz. Nein, er darf nochmal. Bei Giftpilz hättest du aussetzen müssen. Dann krieg ich deine 10. Wie schnell soll ich sein? Ja. Glauben wir den Stern und ich klau ihn zurück. Hey, wenn du Glück hast, sammelt der Bowser für dich vorher ab. Sehe ich aus, als hätte ich die Münzen, mir den Stern zu holen. Du solltest den lieber von Donkey Kong holen. Okay, ich muss einfach nur verhindern, dass mit der dicken Nase Münzen sammelt. Wie soll ich hier Münzen sammeln? Indem du an den Gott des RNGs betest. Oh, in Jesus, I trust you. Okay. Ich werde schon mal nicht bekommen. Irgendwo hier. Ich seh's. Ja. Das war so klar. Aber Jesus, du hast mich enttäuscht. War das nicht sogar deine Ecke? Du hattest sogar noch den besten Startpunkt. Nein, das war Donkey Kongs Ecke, ihr Vollidioten. Nein, du warst da unten in der Ecke. Junge, ich starte so, das... mal oben rechts. Entweder Donkey Kong oder Mario war da rechts auf jeden Fall unten in der Ecke. Das war Donkey Kong, ich war oben. Ich sehe es im Schnitt und erzähl's euch dann. Hauptsache, ihr kann keinen Stern klauen. Und ich weiß, dass du mir meinen Stern klauen wirst. Man kennt dich ja eh. Also zu meinem Stern kann ich lebewohl sagen. Also ich möchte dir einmal ganz kurz für diese Spende danken, dass du mir einen Stern spendierst, völlig freiwillig. Das war mir eh schon klar, dass du den von mir nimmst anstelle von Donkey Kong. Der landet doch jetzt gleich eh bei Bowser. Ja, und ich sag da einfach nichts mehr zu. Okay, ich gehe AFK. Weil sobald ich auch nur irgendwie eine Möglichkeit hätte, erster Platz zu werden, tretet ja eh alle mich rein. Das kenne ich schon nicht anders. Also warum sollte ich da noch was zu sagen? Es ist kein Teamspiel. Und trotzdem verbindet ihr euch immer oft gegen mich. Obwohl es kein Teamspiel ist. Hier war jetzt eigentlich kein Verbünden drin. Also ich glaube, Kai ist die Runde, ob ich nicht einmal auf dich gegangen tatsächlich.
Wie denn auch? Konnte er ja gar nicht. Naja, nicht gezielt. Kai, hilf mir! Der muss runter! Ja! Einer schon mal unten! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Der Bot gewinnt, Junge. Kai, warum bist du auf mich gegangen? Weil es mir auf den Sack geht, dass ihr euch nur angiftet, sonst spiele ich keine zweite Runde mit, ist das klar? Wo gifte ich rum? Mir war es einfach nur klar, dass Shining mir den Stern anstatt dem Bot und... Lass mir das Thema einfach jetzt ruhen! Okay? Lass mir das Thema jetzt einfach ruhen! Das will er uns damit sagen. Ich find's halt nur immer scheiße, dass wann immer ich eine Chance hab auf den Sieg... Akaya, ist gut jetzt. Beim nächsten Mal gehe ich auf den Bot, ist gut jetzt. Ja, genau deswegen. Aus demselben Grund. Ja, jetzt sind wir ein Duo für den Rest der Folge. Einen Moment. Weil er wird nicht zurückkommen. Dieser Stern sieht nicht positiv aus. Guck mal, 40 Münzen muss man abgeben. Das ist dann wohl gratis Münzen für den Bot. Du musst jetzt nicht komplett schweigen. Naja, es gibt noch nicht allzu viel zu sagen. Wieder Zeit, dass der Meister zeigt, was er kann. Selbe Gesicht nochmal? Sollte so passen. Ich krieg die 100 einfach nicht hin.
Aber ich bin halt wirklich Präzisionsmeister hier drin. Hat überhaupt jemals jemand anders außer mir dieses Game hier gewonnen? Ja. Wann? Guck die Folgen. Er hat noch einen Stern geholt. So gesehen. Ja, und ich werde wahrscheinlich komplett ohne Sterne am Ende dastehen. Kannst noch Gas geben. Wie soll ich das denn machen? Ich werde es wahrscheinlich in dem Zeitpunkt nicht mehr hinschaffen. Davon abgesehen ist eh aktuell Bowser. Vielleicht kommt einer von uns ja noch auf ein Fragezeichen. Unwahrscheinlich tatsächlich. Ach, das Minigame. Er muss da eigentlich, glaube ich, auch nur spammen wie sonst was. So kannst du doch Gas geben. Kriegst du noch den positiven Würfel. Guck, jetzt musst du doch nur Gas geben. Ich habe zwei Zweien gewürfelt. Da ist nichts mit Gas geben. Aber immerhin, sagen wir mal so, ich habe zwei Minusmünzen gemacht und zwei Münzen wieder dazu bekommen durch Würfel. Alle gingen ein. Da war das ja einfach nur rotieren, damit der andere gegen die Wand klatscht. Ja, ist eh nichts, was ich gewinnen könnte. Du hast ein größeres Paddel als wir. Meine ich. Nö. Ich geh mal AFK. Lass deine Mützen rüberwachsen. Lass sie rüberwachsen. Das war mir schon klar, dass ich Minus machen werde, weil das halt komplett unbalanced ist, das Minispiel. Ja, aber 1 und 2 waren die Minispiele generell unbalanced. Aber du kommst wirklich nicht mehr zum Stern. Aber es gibt ja noch die Bonussterne. Von denen es mich tatsächlich nicht wundert, wenn ich keine bekomme. Minigames! Yay! Yoshi! Coinstar! Donkey Kong! Und Fragezeichen! Alle außer Kai! Ich glaube, Kai ist letzter. Der letzte wird in diesem Spiel ja immer bestraft. Yoshi! Eine schöne Map. Ah ne, du rutschst runter. Ey, guck mal, Lakitu kommt aber, um dich zu retten.
Oder auch nicht. Ich frage mich gerade nur, ob es einen wirklichen Unterschied gemacht hätte, hätte ich jetzt Donkey Kong den Stern geklaut. Ja. Der wäre ich nämlich nicht Letzter. Er wäre aber trotz allem immer noch Zweiter. Ja, und ich wäre aber Dritter. Sterne hatte ich die meisten. Donkey Kong hatte 92. In den Games habe ich 92 geholt. Also, die größten Münzenzahl in Games hatte Donkey Kong. Blaue Felder hatte Donkey Kong. Kai hat nicht ein einziges Fragezeichenfeld erwischt. Ja, und damit sollten wir jetzt auch die letzte Map freigeschaltet haben. Ab 100 Sternen kriegt man nämlich die letzte Map. Also die sollte jetzt da verfügbar sein. Vielleicht muss man die auch kaufen. Magma Mountain. Für 980 Münzen haben eine neue Map dafür bekommen. Und das sind jetzt alle, oder wie? Ich kann ja mal eben kurz nochmal nachschauen, bevor wir hier Feierabend machen. Ab 100 Sternen sollte man nämlich auch so eine Rainbow, also eine Sternenmap haben. Ich drücke jetzt einfach nur die A-Taste ebenfalls durch, bis ich die Map sehe. Bowser's Magma. Das ist die letzte Map, die hier dann noch fehlt, ja. Und einfach 3 Sterne Difficulty. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass Kai gegen Ende rausgegangen ist. Aber können wir jetzt nichts gegen machen. Ich hoffe an der Stelle, dass alle Spaß mit dem Video hatten. War ja wieder ein lustiges Video. Gab Höhen und Tiefen für den einen oder anderen. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao Leute, bis dann.